Jawollo, seid gegrüßt und herzlich willkommen zu Naturburschkraft. Heute hier nochmal aus meinem Grubenschelter, meinem neu erschaffenen Rückzugsort. Falls ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, wie ich das Teil gebaut habe, da oben rechts im Eck, da ploppt jetzt so ein weiße Infocard auf. Da könnt ihr gerne mal reinklicken. Aber jetzt starten wir erstmal mit diesem Video hier. Und zwar ist das ein etwas ungewöhnliches Video, denn eigentlich bin ich ja nicht so der Typ, der so Tippgeber-Videos macht. Aber in Zukunft kann das schon mal öfter vorkommen, wenn ich dann mal meine, eine gute Idee zu haben. Und heute habe ich eine gute Idee. Ja, und zwar geht es um das Thema Paracord. Ihr kennt das Problem, das Szenario. Ihr wollt im Wald euer Tarp abspannen und habt euer Knäuel mit Paracord dabei. Bindet das eine Ende an euer Tarp und das andere Ende wollt ihr um den Baum binden. Ja, und bemerkt schon auf dem Weg zum Baum, Scheiße, ist zu kurz. Und um das Problem zu umgehen oder das Problem, besser gesagt, zu optimieren, lege ich euch jetzt einen Tipp ans Herz, mit dem könnt ihr bestimmt was anfangen. Ich habe euch jetzt mal 5 Paracords hier hingelegt und wie ihr seht, ist an jedem Ende vom Paracord eine Perle in jeweils unterschiedlichen Farben aufgezogen, die ich auch beschriftet habe, wie ihr seht. So, warum die Perlen, warum die unterschiedlichen Farben und wozu die Zahlen? Ganz einfach, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Hier seht ihr jetzt einen Knäuel-Paracord mit einer roten Perle aufgezogen und beschriftet mit der Zahl 5. Ja, das sagt mir ganz einfach, dass das hier 5 Meter Paracord ist. Hier habe ich einen Paracord mit einer orangenen Perle, beschriftet mit der Zahl 4, sind logischerweise 4 Meter. Dann habe ich hier 3 Meter grüne Perle. Hier 2 Meter blaue Perle. Hier habe ich eins, da ist nichts dran. Das sind bei mir dann immer 1 Meter. Mittlerweile ist es bei mir so, dass ich die Farben mit den Zahlen assoziiere. Das habe ich schon so verinnerlicht, ich brauche da gar nicht mehr groß nach der Zahl gucken. Ich sehe anhand schon von der Farbe orange, aha, das sind bei mir 4 Meter. Das heißt, je öfter ihr in den Wald geht, desto besser könnt ihr das verinnerlichen. Hier diese Perlen, die hatte ich damals im Teddy gefunden und kam halt auf diese Idee. Die passen wunderbar hier auf die Paracords drauf. Die gibt es auch noch mehr Farben, wie jetzt hier zu sehen sind. Das heißt, ihr könntet das Ganze jetzt auch noch ausweiten. Zum Beispiel noch 6, 7 Meter, 8 Meter machen. Aber ehrlich gesagt, mehr wie 6 Meter Paracord-Knäuel braucht man, glaube ich, eh nicht. Leider kann ich euch die nicht verlinken, weil ich die ja, wie gesagt, aus so einem Discounter habe. Ich habe den Namen ja schon gesagt. Ja, aber einfach mal gucken. Die passen auf die üblichen Paracords perfekt drauf und ich finde das somit eine super Idee, man ist top organisiert. Es gibt auch andere Varianten, sein Paracord zu markieren, die ist auch bekannt. Ich glaube, ich hatte das anfangs auch gemacht. Hier habe ich noch einen, da hatte ich mir dann mit einem weißen Edding solche Markierungen gemacht. Aber ja, das ist halt extrem zeitaufwendig, ne? Vor allem das Paracord saugt die Farbe so dermaßen auf, da müsst ihr wie oft drüber gehen. Das hier ist die einfachste und schnellste Methode, sein Paracord zu markieren. Und um das Video jetzt hier nicht schon zu beenden, würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal hier so ein Paracord von Anfang an. Ich habe jetzt mal hier Paracord von der Rolle, hier waren mal 100 Meter drauf. Ich habe schon einiges davon verballert. Die stecken wir uns jetzt mal hier auf den Ast. Und da rollen wir uns jetzt einfach mal 4 Meter ab. Da gibt es so einen Trick, wie ihr 1 Meter ziehen könnt, ja, abrollen könnt. Der Elektriker unter euch, der würde es wahrscheinlich kennen. Und zwar, man nimmt das eine Ende vom Paracord und zieht, der untere Arm bleibt ausgestreckt und zieht bis zur Kehle. So, da könnt ihr jetzt von ausgehen, dass das hier 1 Meter sind, ne? Wenn jetzt natürlich kleinwüchsig seid, ne, kann das Ergebnis natürlich verfälscht sein. Dann ziehen wir den nächsten Meter, 2 Meter, 3 Meter und 4 Meter. Das sind jetzt plus minus 4 Meter. Die kappen wir uns jetzt mal hier ab. Jetzt holen wir uns mal hier so eine orangene Perle. Die stecken wir jetzt mal hier auf das Paracord drauf. Das ist ein bisschen gefummelt. So, jetzt könnte man sagen, machen Knoten drauf, dann kann es auch nicht mehr raus. Aber
noch viel einfacher. Wir senken das einfach gut an mit der Kerze hier. Und dann entsteht da schon so eine Wulst. So, ein bisschen abkühlen lassen. Und jetzt kann die hier schon nicht mehr hier raus. Hier. Ne? Also die kann hier auf jeden Fall nicht mehr raus. Jetzt können wir uns das Ganze noch beschriften. Dazu habe ich hier so einen weißen Edding. Und da schreiben wir dann jetzt einfach mal die Zahl 4 drauf. Weil orange ist bei mir 4 Meter. Ne? So. Kommen wir nun zum Aufwickeln von dem Paracord. Da habe ich meine Methode, die ist auch bekannt. Und zwar einfach in so 8 Schlaufen. Ihr lasst ein Stück, sagen wir mal so 20 cm, lasst ihr frei hängen. Und dann legt ihr das einmal um den Daumen und dann um den Zeigefinger. Und immer in so einer 8 Form. Und immer weiter und immer weiter. Und dann wird das irgendwann so ein schöner, aufgewickelter Knäuel. Na? So, jetzt kommen wir hier zum Ende. Hier ist die Perle. Und dann zieht ihr das aus den Fingern einfach raus. Wie gesagt, das ist auch eine bekannte Methode. Das ist eigentlich nichts Neues. Und das Ende, das bindet ihr einfach um die Mitte. So, dass ihr links und rechts eigentlich so 2 Schlaufen habt. Hier beim letzten Ende lasst ihr noch ein bisschen über. Dann macht ihr hier euren Finger drunter. Kommt noch einmal rum. So, dass ihr hier so eine Öse habt. Und geht da durch. Und zieht es einfach stramm. Dann habt ihr einen super organisierten Knäuel-Paracord. Schön beschriftet, schön markiert. So, und jetzt gehen wir das ganze Szenario nochmal durch. Jetzt gehen wir das Szenario optimiert und organisiert durch. Also ich habe hier meine Paracords, ja. Will mein Tarp abspannen. Gucke, wo ich ungefähr hinkomme. Von hier aus gehe ich zum nächsten Baum in Meterschritten. Das wären hier 1, 2, 3, 4. Plus, da könnt ihr nochmal immer einen Meter dazu rechnen um den Baum. Das sagt mir, ich brauche 5 Meter. Das heißt, ich binde das jetzt hier an meinen Tarp dran. Die stört auch überhaupt nicht, die Kugel. Ich schmeiße hier einfach mal so einen ganz schnellen Haushaltsknoten. So, binde das hier dran. Und jetzt müsste das bis zu dem Baum reichen. Voilà. Ja, ihr habt es gesehen, ihr geht einfach von eurem Abspannpunkt bis zum nächsten Baum in Meterschritten ab und dann sucht ihr euer bestimmte Meterlänge in eurem schön organisierten Packsack heraus und spannt ab. Einfacher kann es nicht gehen. Den Tipp lege ich euch wirklich ans Herz, denn ja, der erspart euch auf jeden Fall Zeit und einen Haufen Nerven. Und gerade bei Regen, wenn ihr im Regen euer Tarp abspannen wollt, ja, geht das alles sehr viel schneller. Vielleicht gibt es diesen Trick ja auch schon und ich weiß es nicht mit dieser Perle. Dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Schreibt es einfach mal rein, wie ihr das fandet. Und ja, ich würde mich mit einem Daumen hoch freuen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ja, dann macht das bitte gerne jetzt. Das ist kostenlos. Ja, damit verabschiede ich mich und sage Tschüss.